Möge dieser neue Handelsposten den Grundstein zu einer guten Partnerschaft legen. Wir haben einen Handelsposten eröffnet. Lasst uns den Tauschhandel mit unseren Verbündeten. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Wir haben keine Edelsteine. Die Eisenmine gerade. Wird bald erschöpft sein. Ja, das ist egal. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Wie ihr wünscht. So, meine Belagerungssachen noch. Hinterher. Alles klar. Auf euren Befehl. Zum Angriff wurde entdeckt. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Wie ihr wünscht. Verstanden. Vorwärts! Kämpft weiter! Stürmt los! So, dann fackeln wir einfach mal alles ab ein bisschen. Zum Angriff! In den Kampf! In den Kampf! Kämpft weiter! So, hier brennt schon alles. Beschützt dieses Ziel! Seid auf der Hut! Bleibt wachsam! Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Sofort! Okay, Bogenschützen da oben auf der Mauer. Merke ich erst jetzt. Das sind Bogenschützen, die sich nicht mal wehren. So, hier ist alles abgefackelt. Gut. Schon unterwegs. Mit Rohstoffen ist eingetroffen. Zum Angriff! Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. So, dann bauen wir die Ramme ab. Sofa! Wie konnte das passieren? Doch wiegt euch nur nicht zu sehr in Sicherheit. Diese Armee war nur ein Teil unserer Streitmacht. Wir haben noch ein weiteres Heer. Stark genug, um Tela endgültig zu unterwerfen. Dieser Krieg wird weitergehen. Es ist vollbracht. Das Heer meines Vaters ist besiegt. Tela erhält eine Atempause in diesem unheilvollen Krieg. Trapaztan bleibt uns noch immer verschlossen. Doch seine kriegsmüden Siedler könnten uns Einlass verschaffen, wenn wir ihnen ihren einstigen Wohlstand in Erinnerung rufen. Lasst uns unsere Stadt mit prächtigen Gebäuden schmücken. Möge ihr Glanz die Siedler für uns gewinnen. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Ah, wir sollen einen Schrein hier bauen, ne? Bauen wir einen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Ja, man merkt, es gibt sehr viele Sachen für die Verschönerung. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Dann brauchen wir noch
eine Sonnenuhr. Okay, wir brauchen, glaube ich, Steine. Geld ist keine Frage, deswegen... geben wir das einfach aus. Um schneller an die Steine zu kommen. Ein Triumphbogen. Die Regenzeit hat eingesetzt. Eine Eisenmine ist erschöpft. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Wie ihr wünscht. Sofort. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Tja, das könnte dann jetzt etwas dauern. Vor allem die reichen Gebäude zusammen. Wobei, dürfte gehen. Platz ist nur die Frage. So, zwei Kerzenmacher ist kein Problem. Zwei Tischler. Da brauchen wir wenigstens eine Schmiede noch irgendwo. So. Und müssen die beiden Gebäude auch noch ausbauen. Ja, wie viel brauchen wir? 30. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Sofort! Vorwärts! Wir werden angegriffen. So, die fünf Gebäude werden dadurch, dass sie hier die ganze Stadt dekorieren, eigentlich recht reich werden. Also ja, Holz, Honig und Dings. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Dürfte eigentlich relativ genug da sein. Nahrung ist auch jede Menge da. Vor allem Brot. Könnt hier theoretisch noch einen Bäcker hinquetschen. Oder? Nein, kann ich nicht. Schade.
So, dann können wir mal einen Blick werfen. Der Bankmacher hat bereits eine Bank. Der noch nicht. Der hat dafür Banner. Ja, und die Kerzenmacher. Also der hat jetzt eine Bank und Kerzen. Wobei, ich glaube, die Kerzen, die sehen wir... Außer sie sind in der Laterne. Ja, ich glaube, das sind die Laternen. Und ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass wir darauf hinarbeiten müssen, Erzherzog zu werden. Das heißt, Saraya ist in unserem gesamten Let's Play die einzige Erzherzogin. Hi! Die Regenzeit ist vorüber. Oi. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Sofort! Jawohl! Ein Karren mit Rohstoffen ist so, was passiert, wenn wir die Provinz einnehmen? Wir haben ein Territorium eingenommen. Alles klar. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Sofort. Auf der Stelle. So, dann wie können wir wünscht. Jetzt mal hierher reiten und unsere Eisenmine neu erschließen. Und schwupps haben wir die Anzahl der reichen Gebäude. Jetzt fehlt nur noch die dekorierten Gebäude. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Und da wir 34 Gebäude zum Dekorieren haben, also die Kasernen und die Belagerungswaffenfabrik eingenommen, sollte das eigentlich auch klappen. Unser Geologe begibt sich zu einem Einsatz. Sofort! Oh, ich kann hier mal Diamanten kaufen. Wie sieht es eigentlich mit der Wolle aus? Sieht okay aus. Jetzt haben die Bannermacher eh nichts mehr zu tun. Jetzt geht es nur noch darum, dass die anderen dekorieren. Und ja, wenn ich nur eine Schmiede habe, dann dauert es halt viel zu lange. Ich bräuchte noch eine zweite Schmiede, aber wo packe ich die hin? Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So, zweite Schmiede. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Und bis jetzt haben wir doch kein einziges Gebäude, was alles an Deko erfüllt. Das wird eine Weile dauern. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Ja, unser Geologe kommt ja jetzt. Unser Geologe hat ein neues Rohstoffvorkommen entdeckt. Auf der Stelle. Hey, cool, die sind friedlich. Das heißt, ich kann auch nicht ihren Dinger ausplündern. So, wie viel Eisen? 82. Nicht viel, aber etwas. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. So, gehen wir einfach mal sicherheitshalber alles durch. Die sind alle auf 3. Ihr seid auf 3, du bist auf 3.
Ja. Ja. Theater haben wir keins. Ihr seid auf 3. Jo. Ihr seid nur auf 2, aber das reicht auch schon. Ja, die Kirche, die kann ich... Ah doch, die kann die Kirche anbieten.